In Stralsund hat man genau zwei Möglichkeiten. Man sucht ein Parkhaus oder fährt gleich weiter nach Denholm. Haha. Die kleine Insel Denholm liegt genau zwischen Stralsund und Rügen und die meisten fahren einfach dran vorbei, ohne sie weiter zu beachten. Und das ist sehr schade, weil Denholm hat eine ganze Menge Geschichte zu erzählen. Unter anderem war hier auch die Geburtsstunde der deutschen Marine gewesen. Das kleine Eiland ist vom westlich gelegenen Stralsund über die Ziegelgrabenbrücke mit dem Festland verbunden und östlich mit der Insel Rügen durch die Rügendammbrücke. Seit 2007 führt zusätzlich die Rügenbrücke als Hochbrücke von Stralsund zur Insel Rügen. Ein paar Betonpfeiler stehen auch auf Denholm. Allerdings ist er über die Brücke selber nicht erreichbar. Wer die Highlights der Insel erleben will, kommt nicht drum herum, über den alten Rügendamm zu fahren. Im Ursprung hieß die Insel Strahle, abgeleitet von Stralsund, weil sie dieser auch zugehörig ist. Ihre erste urkundliche Erwähnung war 1288 im ersten Stadtbuch Stralsunds. Der einst natürliche Hafen, Strahle und dem Festland wurde von den Dänen als Ausgangspunkt für ihre Eroberungszüge genutzt. Der Sieg der Stralsunder über die dänische Flotte im Seegefecht bei Denholm 1429 war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt zur Umbenennung in Denholm, weil Den von Dänen und Holm ist die Bezeichnung für Insel. Die militärische Nutzung von Denholm ging bis zum Zusammenbruch der DDR bis 1990 bzw. 1991 wurde es noch von der Bundesmarine genutzt. Wir besuchen heute das kleine idyllische Marinemuseum auf Denholm. Etwas versteckt, sehr schön gelegen, aber wir finden endlich den Eingang. Das Personal an der Kasse und in der Ausstellung ist sehr, sehr freundlich. Das muss auch noch erwähnt werden. Und jetzt viel Spaß beim Rundgang.
für riesige Rotorblätter hat. Guck dir mal an. Na, könnt ihr euch vorstellen, was das darstellen soll? Nur so viel. Ein U-Boot ist es nicht. Auflösung am Ende. Eine geballte Ladung Geschichte, die ich hier natürlich nur oberflächlich ankratzen kann. Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung zum Thema. Bereits im Jahre 1628 wurden hier Befestigungsanlagen gebaut. Später wurden daraus Sternschanzen und sogenannte Kasematten. Also Schutzräume. In Denholm verteilt finden sich immer noch Anlagenteile von dieser Befestigung. Aber an alle Lost Place Fans, es ist da nichts mehr drinne. Es gibt da keine Kanonen, keine Gemälde, keine Schätze. Der Zugang ist auch gesperrt, weil diese Kasematten dienen nur noch als Fledermausquartiere. Stralsund im Jahre 1628. Die Stadt steht unter Belagerung. Die Belagerung Stralsunds dauert bereits mehrere Monate an. Längst haben sich die Stralsunder mit den Schweden und den Dänen verbündet, um sich mit Waffen, Munition und Lebensmitteln zu versorgen. Hunderte Söldner wurden zur Verteidigung der Stadtmauern eingestellt. Die Gefechtshandlungen vor den Stadttoren zermürben zusehends die Heere auf beiden Seiten. Verhandlungen, Stralsund freizukaufen, scheitern an den gewaltigen Summen, die Wallenstein fordert. So gehören Kanonenbeschuss und aufreibende Scharmützel vor den Stadttoren zum Alltag der Belagerten.
Doch die kleine Hansestadt am Sund erwehrt sich standhaft den Angriffen der Kaiserlichen und erzielt auch kleine Erfolge gegen die Hundertschaften des schier übermächtigen Gegners. Ein Beispiel: der Dänholm. Das kleine Eiland zwischen der Insel Rügen und dem Festland fällt trotz heftiger Scharmützel schlussendlich durch Verhandlungen zurück an die Stralsunder. Dich krieg ich. Schönen Gruß von Martin! Um Gottes Willen! Dieses heringsfressende Protestantenbock, das hätte ins Auge gehen können! Er, lass er zusammenpacken. Wir ziehen ab. Na, jetzt seht ihr bestimmt den Holm mit anderen Augen und habt mal Lust, bei eurem nächsten Rügenbesuch vorbeizuschauen. Ach ja, übrigens, die Stadtwache von Stralsund, die gibt es heute noch. Jawohl, die sitzt nämlich auf dem Parkplatz und wartet nur darauf, bis so dumme Touris vorbeikommen, um sie aufzuschreiben. Es gibt in Stralsund keine Parkplätze, die, ja, gebührenfrei sind. Soll ich euch mal verraten, was mir dazu einfällt? Stralsund muss herunter. Und wenn es mit Ketten an den Himmel gefesselt wäre. Ich sag ja, Wallenstein hatte völlig recht. Das gilt noch bis heute. Ich hoffe, mein kleines Videoscharmützel hat euch gefallen. Ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wurdet vielleicht auch inspiriert, mal nach Dänholm zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.